zusammen, ich bin wieder zurück aus Dänemark und ich wollte euch einfach ein bisschen was erzählen. Ein paar Bilder zeigen, ein paar Videos zeigen. Ich habe ein bisschen mitgefilmt und zwar sind wir am Montagvormittag losgefahren. Wir sind quasi Richtung Rendsburg, Flensburg und dann irgendwann über die dänische Grenze, dann auf die linke Seite rüber und sind dann über Nörre, Nebel nach, jetzt habe ich den Namen vergessen, wir haben immer gesagt Nörre-Nebel, weil Nörre-Nebel war quasi das nächstgrößere Örtchen. Nymindegab hieß das. Ich verlinke euch unten das Hotel, in dem wir waren, falls das interessant für den einen oder anderen ist, weil wir, es war ja unser erstes Mal in Dänemark. Also ich war zwar schon mal im Legoland, aber das war nie irgendwie so richtiger Dänemark-Urlaub. Und dementsprechend war das diesmal wirklich so das erste Mal in Dänemark. Auch so ein paar Tage richtig. Wir waren 4 Tage da, von Montag bis Donnerstag. Also Montag war Anreise, Donnerstag war Abreise. Es gibt so unglaublich viele Ferienhäuschen, aber eben vereinzelt auch ein paar Hotels. Und da wir eigentlich so gar nichts wussten von Dänemark, haben wir uns das einfach rausgesucht und sind dann am ersten Abend direkt noch an den Strand, weil vorhergesagt war, Montag Regen, Dienstag Regen, Mittwoch Regen, Donnerstag Regen. Das war vorhergesagt. Und ich habe schon gedacht, na super, das klappt ja richtig toll. So, und wir sind Montag angekommen und es war so heiß. Es war noch so ein richtiger Spätsommertag und es war wirklich super warm. Und wir sind dann aber noch ans Meer gegangen. Wir hatten den Strand fast für uns alleine. Also je länger wir geblieben sind, desto leerer wurde es. Und am Ende waren wir ganz alleine. Das ist bestimmt schweinekalt. Ich sehe das schon. Das ist echt kalt. Ich glaube, ich gehe außen rum. Das ist nicht schön. Oh shit. Jetzt muss ich doch durch. Okay, wir beißen die Zähne zusammen. Ist das kalt? Blub, blub, blub. Schande. Kommen Sie mal ein Stück ins Wasser, Junge. Ich mach schon. Guck mal, da kommt das wieder. Okay, das ging. Da war gerade ein Seelöwe oder eine Robbe oder keine Ahnung, wo der Unterschied ist. Aber jetzt ist er gerade untergetaucht. Oh no! Wir können auch lange die Luft anhalten, ne? Weil man weiß, wo der wieder hochkommt. So, sackt man direkt ein Stück ein, ne? Schade. Da komme ich nicht
Und es ist einfach schön gewesen, mal mit den Füßen so ein bisschen ins Wasser. Auch wenn es am Anfang war, es gefühlt arschkalt. Und als man dann aus dem Wasser rausgekommen ist auf den Sand, da hat man erst gemerkt, wie warm der Sand wirklich noch ist. Und es war wirklich, wirklich schön. Wenn ihr schon mal in Dänemark gewesen seid, dann würde ich gerne einmal wissen, wo ihr gewesen seid. Und ich möchte auf jeden Fall noch mal ganz nach oben an die Spitze, wo Nord- und Ostsee so genau aufeinandertreffen. Das möchte ich gerne nochmal machen. Und am nächsten Tag, am Dienstag, sind wir dann ein Stückchen höher gefahren. Da gab es Sandskulpturen. Das habe ich ja, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr mit Hannah schon mal gemacht. Allerdings nicht in Dänemark. Und da war das ja in so einer großen Halle. Und dieses Mal war das draußen. Und irgendwann haben wir dann entdeckt, dass überall kleine Minions versteckt waren. Vielleicht könnt ihr die ja auch sehen. Und da sieht man sie schon von hinten, die Sandskulpturen. Riesig, ne? Ganzes Aquarium. Ist das noch, wie heißen die noch? Weiß ich nicht. Sieht ein bisschen aus wie Ohnenzahn. Nee. Ja, ich weiß, ich komme aber jetzt nicht auf den Namen. Aber auch mit O, oder nicht? Nee, glaube ich nicht. Axolot, genau, ein Axolotl. Axolot. Auf der anderen Seite ist noch einer. Sieht ja auch heiß aus hier, dieses Teil. Das ist so eine Gottesanbeterin mit, keine Ahnung, irgendwas, was sie sich da gerade schnappt. Die Vögel raufgeschietert. Auf den Fisch. Aber auch alles nur auf den einen, ne? Der arme Hai. Ein Dodo. Den gibt's nicht mehr. Das ist ein Eichhörnchen. Wir haben gerade festgestellt, dass sich hier überall Minions verstecken. Schaut mal da hinter den Erdmännchen. Da ist einer. Hier bei den Eichhörnchen guckt einer aus dem Loch. Und jetzt pass auf. Hier ist noch einer. Ich habe noch einen entdeckt. Und hier liegt noch einer, der hat es anscheinend nicht geschafft. Das Auge ist auch so ausgehöhlt, ne? Schmeckt am besten. Ja. Wir haben ja gerade solche Automaten entdeckt. Und Matthias meinte, das wäre vielleicht was für Hannah ihren Adventskalender. Essen und TikTok und das sind irgendwelche Squishy Glitter Friends. Und die kosten 20 Kronen. Warte. So schon oder? Nee. Hä? Ich will das nicht falsch machen. Ist es nicht. Ich glaube so. Obwohl, nee, lass mal. Weil es steht diese Richtung. Und dann ist es da. Nicht, dass es verschwindet. So. Ach, da unten rein. Wir können ihn nicht mehr aufmachen. Irgendwas Grünes, das könnte. Vielleicht ist es sogar die Katze. Weil es grün. Oder? Nee, hat Häschenohren. Oh, Schlappohren. Ist da vielleicht gar nicht drauf. Oder es gibt mehrere Tiere in mehreren Farben. Schade, ich dachte, das wäre zufällig die Katze. Bin hier mal gespannt. Also wer wissen will, was da rauskommt, muss dann im Dezember wieder einschalten bei Hannah auf dem Kanal.
das Landwasser. Oh, es ist gerade super windig. Hier sind überall Schwäne und drei Babys. Da hinten schwimmen noch mehr. Und eben sind sogar drei über uns rüber geflogen. Drei weiße Schwäne. Oh, oh, oh. Mit Schwänen sollte man sich ja nicht anlegen. Und da sind die ganzen Kitesurfer, die wir eben gesehen haben. Und da wollen wir noch ganz hin. Wir sind jetzt noch ein bisschen in Esbjerg spazieren. Und sind, wie hießen die noch? Männer am Meer. Männer am Meer. Inklusive zwei echten. Und die kann man bei guter Sicht bis aus 10 Kilometer Entfernung sehen. Am Mittwochabend sind wir dann nochmal, ich hatte gesehen, das ist in der, also direkt bei uns, ne, kann man zu Fuß hinlaufen, gab es so einen Bunker und es gab aber auch so Fischerhütten. Das heißt, wir sind dann einmal vom Hotel nochmal zu den Fischerhütten gelaufen. Das war so ein, also es gab eigentlich nur die Hauptstraße und rechts und links gab es keinen Weg, außer diesen einen Weg, den wir dann zurückgegangen sind. Aber hin, ja, da stand dann auch irgendwie Fahrräder und Fußgänger hier lang. Und das war dann so mitten durchs Gestrüpp durch. Und dann fing es plötzlich an zu plattern. Und es war ja schon Mittwochabend. Und wie gesagt, es sollte ja Montag, Dienstag, Mittwoch schon plattern. Hat es ja nicht. Wir haben ja echt Glück gehabt. Und wir sind dann diesen Weg zu den Fischerhütten. Und auf halber Strecke hat es dann eben angefangen zu regnen. Es regnet, es regnet, die Erde wird nass. So, es regnet und wir haben die erste Fischerhütte erreicht. Da ist ein Klo drin, aber sogar mit richtigen Handtüchern. So. It's raining. Das ist die Dicke da oben. Eine Dicke hier unten, eine Dicke oben. Das ist die Jackpot. Deine Brille. So, mal gucken, was uns hier drin. Das sieht schon besser aus. Ich habe keine Kraft. Oh, eine Mr. Ed-Tür. Zumindest ist es da drin trocken. Schnell rein. So, da war die Toilette gerade. Hier ist das Häuschen, wo wir jetzt drin sind. Und dann sind da auch noch zwei Häuschen. Und dann gibt es auch noch einen kleinen Bootsteg. Mit einer flotten Mülltonne davor. So sieht es besser aus. Ja, es kommt noch dazu. So, bitteschön, du darfst. Meinst du? Oh, tatsächlich. Oh. Ja. Okay. Ja, und eigentlich wollten wir jetzt nämlich noch zu einem Bunker. Der ist allerdings da hinten. Und den komischen Trampelpfad, den wir eben gegangen sind. Guck mal, da ist unser Hotel. Ich erzähle es auch nicht dir. Den wollten wir nicht nochmal gehen. Das heißt, wir müssen hier den Weg hoch, ne? Wir müssen den Weg. Welchen? Welchen? Und dann hoffen wir einfach mal, dass die Dicke sich da oben ausgeregnet hat jetzt gerade. Oh, die Sonne kommt raus.
Heute Morgen hatten wir einen Regenbogen. Der ist bestimmt wieder da. Nee. Doch. Genau. Da hinten irgendwo hin. Ein Pferd. Zwei Pferd. Dem Sonnenuntergang entgegen. So, wir haben es geschafft, noch bevor die Sonne untergeht. Die Frage ist bloß, ob das das ist. Wahrscheinlich schon, ne? Also, die sind hier überall. In den ganzen Hügeln. Nehmen wir an. Die Mücken wohnen, naja. Aber das geht da hinten noch weiter. Ich glaube, ihr könnt mehr sehen wie wir. Da hinten ist irgendwas, aber was ist das? Wir haben noch einen entdeckt, da hinten. Und so sieht das hier aus. Schön, wäre es nicht angeschmiert. Das ist wieder doch hoch, wa? Wie hoch ist das? Ich habe Angst um meinen Schadassel, dabei bin ich schon so kurz. Gehen Sie weiter. Oh, Verzeihung. Da jetzt nicht runterspringen. Na. Ich breche mir sämtliche Beine und deine noch mit dazu. Wirklich. Ja, komm. Wir landen beide im Krankenhaus. Welchen Teil, Jakob? Nee, Ich bin ja auch nur 1,50. Wie komme ich denn hier jetzt wieder runter? Guck mal, wie hoch das ist. So, und jetzt? Weil ich das Meer dann unbedingt noch mal sehen wollte, sind wir dann noch mal, da waren Schafe. Also hier war der Bunker und dann waren hier überall Schafe. Und dann war da so ein elektrischer Zaun und dann ging das so den Berg hoch. Alter, ich habe geschnauft, ne? Wie so eine alte Lokomotive. Und Matthias so, den Berg hoch. Und ich weiß auch nicht, ich bin so fertig. Ich meine, ich schiebe jetzt mal mein Asthma vor, ne? Aber ich habe ja nur auch noch ein bisschen was an Übergewicht. Und wie gesagt, ne, ich kam da mit meinem letzten Japsen oben an, wurde dann aber entschädigt für den ganzen Weg und die Schafe haben sich überhaupt nicht für uns interessiert. Ich habe ja noch gedacht, dass vielleicht ein Schäfchen vorbeikommt, aber nö. Und runter ging es dann relativ einfach und das Problem ist ja auch, du läufst ja auch immer noch in Sand, ne? Du musst im Sand diesen Berg hochlaufen und ja, aber es war wirklich schön. Da ist noch einer und wir gehen jetzt hier, aber hier ist eine Schafweide. Da muss man da durch das Tor durch. Und hier ist auch noch ein Tor. Den tollen Hügel hoch. Und damit ihr mein Geschnaufe nicht hören müsst,
filme ich dann erst auf der anderen Seite wieder. Weil wir noch einmal an den Strand wollen, beziehungsweise ich. Und der Herr muss mit. Ja, fast. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Aber pünktlich zum Sonnenuntergang. Was hast du gesagt? Ja, da waren wir gestern. So, hinter uns geht jetzt die Sonne unter und damit wir nicht im Dunkeln zum Hotel müssen, verpassen wir das jetzt und gehen wieder zu den Schafen zurück durch die Bunker. Ne? So, da ist unser Hotel, das Gelbe. Und von da hinten kommen wir. Und da wird es richtig dunkel, das könnt ihr gerade gar nicht so sehen. Aber es ist ziemlich dunkel. So, wir haben es geschafft. Es riecht, als wenn hier einer räuchert, ne? Oder Kamin. Und da oben, das ist unser Zimmer. Vorsicht, Stolperkante für dich. Und bevor wir jetzt auschecken, wollte ich euch noch einmal das Zimmer zeigen. Wenn man reinkommt, ist irgendwie dunkel, ne? Kannst du mal das Licht anmachen, beide. Ist hier auf jeden Fall das Bad. Die Dusche war jetzt nicht so bolle, weil ich meine, hier vorne ist es hell. Aber das hier ist nur so ein kleines Eckchen. Und wenn man das zumacht, ist es dann relativ dunkel und klein. Das fand ich so ein bisschen doof. Hat unser Mitbewohner, der zahlt aber nicht. Jetzt sitzt sie da. Da ist das Bett. Das ist super, super weich. Wie auf Sprungfedern. Das hat auch Federn. Das hat auch Federn, ja. Und genau, und hier schweben aufgrund wahrscheinlich der kleinen Seen hier immer ganz viele Mücken vorm Fenster. Ja. Achso, da ist noch der Fernseher. Der ein bisschen unglücklich da hängt, finde ich. Aber ansonsten zum Schlafen reicht's. Und am Donnerstag sind wir dann ganz gemütlich nach dem Frühstück. Das habe ich euch dann auch nochmal abgefilmt. So, hier gibt es erstmal die Getränkebar. Wir haben gerade festgestellt, dass die Steine bestimmt unten am Strand gesammelt wurden und beschriftet. Und jetzt wollte ich euch unseren Tisch zeigen, aber unser Tisch wurde einfach zusammengeschoben zu einem großen Tisch. Aber das war unser Ausblick hier morgens. Ich schätze, dann sitzen wir heute mal woanders. Setzen wir uns hier zu der dunklen Henne. Keine Möwe heute Morgen. Kein bekleckertes Tischtuch. Und hier ist das ganze Essen. Gibt Brötchen. Rot. Oh, hier ist das ganze Ding diesmal. Nee. Hier drunter ist Ei mit Bacon. Da sind gekochte Eier. Böhnchen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Auch irgendwas Fleischiges. Hier ist noch Belag, Wurst, Käse, Salate, Marmelade. Und Müsli. Und Joghurt gibt es natürlich auch noch. Oh, und da ist meine Melone wieder. Aber lasst mich gerne wissen, ob ihr schon mal in Dänemark wart und wenn ja, welche Ecke, also welche Region und was es da vielleicht besonders Schönes gab. Also ich fand es total entspannt, dass da so wenig Menschen waren. Es gab so wenig Menschen.
Also da vielleicht liegt es an der Region, wo wir waren, weil als wir dann in diesem kleinen Feriendorf waren, da waren ein paar mehr Menschen, auch viele Deutsche und die sprechen auch überall Deutsch, auch in den Läden und ansonsten kommt man gut mit Englisch klar. Grundsätzlich ist das echt erholsam, ein paar weniger Menschen um sich zu haben, als so im normalen Alltag. Also ich genieße das sehr. Und zu unserem Hotel nochmal, das war okay. Das Frühstück war absolut in Ordnung, das Restaurant haben wir nicht getestet. Das Zimmer war sehr warm, die haben keine Klimaanlage oder sowas. Die Dusche fand ich spooky, weil wenn man den Vorhang zugezogen hat, stand man quasi im Dunkeln. Also für mich im Dunkeln, das war mir nicht hell genug, nicht groß genug. Und die Betten, die waren so boing, boing, boing. Die waren echt so weich. Die hatten einfach, glaube ich, so weiche Federn. Das war speziell. Aber ansonsten war das ein schönes Hotel. Wir hatten einen schönen Ausblick. Ich kann nichts bemängeln. Es war alles sauber. Und das ist ja auch immer mit das Wichtigste. Und im Grunde schläft man da ja sowieso nur oder frühstückt da halt. Und das Hotel kann man auf jeden Fall weiterempfehlen. Und jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.